In diesem Video möchten wir auf das Derby zwischen Preußen Münster und Arminia Bielefeld vom vergangenen Sonntag zurückblicken. Bereits im Vorfeld machten sich beide Parteien mit Sticheleien wie kleineren und größeren Graffitis gegeneinander heiß, ehe es dann eine Woche vor dem Aufeinandertreffen den ersten großen Knall geben sollte. Einer sportlichen Verabredung stimmten beide Seiten zu, sodass circa 7 Tage vor dem Spiel ein Ding zwischen 100 Mal Bielefeld und in etwa 80 Mal Münster mit Unterstützung aus Bochum auf der Straße vereinbart wurde. Diese Schlacht konnten die Krieger der Arminia zwar mit Vorteilen für sich bestreiten, aber letztendlich keinen deutlichen Sieg herausschlagen. Während der Gästehaufen aus Bielefeld am Spieltag von der Staatsmacht beschattet und vom Bahnhof in Richtung Preußenstadion eskortiert wurde, wartete dort am Eingang die nächste Überraschung. Aufgrund einer mal wieder völlig unorganisierten Polizei kam es zu extremen Verzögerungen beim Einlass, jedoch zur Überraschung vieler nicht auf Seiten der Gäste, sondern der Heimfans von Preußen Münster. Das veranlasste die heimische Fanszene des SCP dazu, gemeinsam vor den Toren zu warten, ehe sich die Situation mit der örtlichen Polizei kurz vor Anpfiff wieder entspannte und man trotz intensivierter Materialkontrolle doch den Weg in den eigenen Block antreten konnte. Dass all der Aufwand der Staatsmacht erneut wenig bringen sollte, machte die Szene von Preußen Münster direkt nach der ersten Halbzeit mal wieder deutlich. Hinter einem großen Preußen-Spruchband erschien zum Wiederanpfiff schwarz-weiß-grüner Rauch in den Vereinsfarben des SCP. Auch Bielefeld ließ sich nicht lumpen und riss das Spiel über die ein oder andere Fackel an, verzichtete aber auf die ganz große Pyroshow. Äußerst interessant waren sicher auch die Transparente in den eigenen Kurven. Nach einer Spielunterbrechung zu Beginn aufgrund von fliegenden Zetteln und Goldtalern im Zuge des DFL-Protestes aus dem Block der Arminia sollte nur wenige Minuten später direkt der erste Seitenhieb an die unbeliebten Münsteraner folgen. Für Verein und Stadt, für Stadt und Verein. Bochum und Münster, wann fällt euch mal was Neues ein, war auf einer Tapete der DSC-Ultras zu lesen. Komplettiert wurde der Spruch mit einem weiteren Transparent mit folgender Aufschrift: Lieber einmal den Tifo umgedreht als zweimal den Namen. Doch auch die pfiffige Ritzenkurve gab sich mitteilungsbedürftig und zeigte ein Wir grüßen die Block 1 Ultras Transparent in Richtung Bielefeld. Das Spiel konnten die Jungs vom SCP nach 90 Minuten mit 2:1 für sich entscheiden und damit einen deutlichen Sprung im Tabellenmittelfeld der dritten Liga vollziehen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.